Liebe Freundinnen und Freunde, ja, es ist sicherlich nicht die leichteste Zeit, um gerade zu regieren. Es gibt Fragen, es gibt Kritik, es gibt auch Gegenwind. Aber auf der anderen Seite gilt auch, diese Partei, Bündnis 90 Die Grünen, sind nicht dafür gegründet worden, um etwas zu tun, was leicht ist. Diese Partei ist gegründet worden, um das Land zu verändern. Und wenn ich auf das schaue, was wir als Grüne, als Bundestagsfraktion mit all unseren Ministerinnen in der Bundesregierung in den letzten anderthalb Jahren gemacht haben, dann kann ich nicht nur sagen, wir verändern das Land in großer Geschwindigkeit, sondern wir können auch stolz auf das sein, was wir geschafft haben. Allein im Bereich Klimaschutz. Ohne uns wäre im letzten Jahr über das Thema Klimaschutz gar nicht diskutiert worden. Wir haben das in jeder Krise immer wieder erlebt, dass die Konservativen in diesem Land zu uns gesagt haben, jetzt ist Krise, das steht an erster Stelle und Klimaschutz, das kann mal wieder warten. Und es war der Verdienst von Robert Habeck, es war der Verdienst seines gesamten Ministeriums, dass sie nicht nur dieses Land sicher durch die Krise gebracht haben, dass die Heizungen warm blieben, dass die Gasspeicher voll blieben, eine gigantische Leistung, sondern dass wir auf der anderen Seite gleichzeitig unfassbar Tempo gemacht haben beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Es vergingen keine 3 Monate im Rhythmus, dass wir nicht ein Gesetz in den Bundestag eingebracht haben, mit dem wir noch mehr Tempo gemacht haben, mit dem wir noch mehr Hemmnisse und Bürokratie abgebaut haben. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Die Solarausschreibungen, die gehen durch die Decke. Bei Wind, sagt Robert, darf ich das noch nicht sagen. Und trotzdem sind auch die Windausbauzahlen jetzt schon wirklich richtig gut. Und das ist das Ergebnis von weniger als anderthalb Jahren Arbeit. Und darauf können wir verdammt stolz sein an dieser Stelle. Wir haben gleichzeitig das wahrgemacht, wofür wir immer standen. Wir haben gesagt, wir bringen den Atomausstieg zu Ende. Ja, mit 3,5 Monaten Verspätung. Aber ohne Bündnis 90 Die Grünen in dieser Bundesregierung hätte sich dieses Land vom Atomausstieg verabschiedet. Da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen, es war unsere gemeinsame Leistung, dass die letzten 3 AKWs jetzt vom Netz gegangen sind. Wir haben den Kohleausstieg im Westen vorgezogen. Wir beschleunigen die Netze, wir beschleunigen die Schienen. Wir haben den Ausstieg aus dem fossilen Verbrenner geschafft. Und wenn ich euch eins sage, ja, die Verkehrspolitik ist kein leichtes Thema in dieser Koalition mit diesem Koalitionspartner. Aber das europaweite Aus für den fossilen Verbrenner, das war die wichtigste klimapolitische Forderung, die diese Partei im Verkehrsbereich hatte. Und dass wir das im ersten Jahr unserer Regierungsbeteiligung geschafft haben, europaweit, das ist einfach etwas, worauf wir stolz sein können, alle miteinander. Und jetzt werden wir vor dem Sommer im Deutschen Bundestag auch das Gesetz für erneuerbare Wärme beschließen. Endlich wird auch dieser Sektor, endlich wird das Thema Heizen auch vorangebracht. Und ja, hier müssen wir uns über Gegenwind auch gar nicht wundern. Wenn etwas so sehr in das Private der Menschen eingreift, wie die eigene Heizung, die einfach jeder hat, dann gibt es Fragen. Dann gibt es diese Fragen auch vollkommen zu Recht. Es ist normal, dass die Menschen uns fragen, kann ich das bezahlen? Es ist normal, dass die Menschen von uns Antworten erwarten dafür, wie geht denn das ganz konkret bei mir vor Ort und in meiner Straße? Und wisst ihr was? Wir beantworten das auch. Nur eins dürfen wir auf gar keinen Fall machen. Wir dürfen das nicht wegreden. Wir dürfen das nicht kleinreden. Die Akzeptanz dessen, was wir hier tun, hängt eben genau davon ab, dass wir die Realität der Menschen sehen und dass wir sie ernst nehmen. Und deswegen kämpfen wir im Deutschen Bundestag jetzt gerade gemeinsam mit Robert dafür, dass wir eine soziale Förderung noch einmal verbessern, gerade für die Menschen mit geringem Einkommen. Und deswegen haben wir es jetzt schon geschafft, in der Koalition zu einen, dass wir dieses Gesetz besser mit der kommunalen Wärmeplanung verzahnen. Das war die Rückmeldung von vielen von euch vor Ort, dass ihr euch da eine stärkere Verzahnung wünscht. Und da gehen wir jetzt als Ampel gemeinsam voran. Applaus
Aber für eins braucht es diese Partei eben auch. Es gibt uns, die wir gerade in der Bundesregierung dafür arbeiten, beim Klimaschutz voranzugehen. Und es gibt alle anderen Parteien im Deutschen Bundestag, die sich zurücklehnen und ihren Job gerade darin verstehen, einfach jede einzelne Maßnahme, die zu mehr Klimaschutz führt, kaputt zu reden. Und da dürfen wir sie nicht rauslassen. Weil wer über solche Werte spricht, wie Sicherheit, wie Stabilität, wie Freiheit und wie Wohlstand und sie immer nur nutzt als Angriff gegen Maßnahmen für den Klimaschutz, der hat das im Endeffekt nicht verstanden. Jedes zehnte Grad mehr an Erderwärmung wird diese Welt unsicherer machen. Sicherheit, Wohlstand, Freiheit und Stabilität gibt es eben nur mit Klimaschutz. Und damit ist das im Kern ein Sicherheitsversprechen, was wir den Menschen an dieser Stelle geben. Nur wer handelt, kann das bewahren, was einem lieb und teuer ist. Und dafür steht diese Partei. Vielen Dank.